Hallo und schönen guten Abend zum heutigen Zwischenraum-Talk. Freut mich, dass ihr alle hier zahlreich eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt es euch ordentlich gemütlich gemacht hier, habt alle was Nettes zu trinken neben euch stehen und habt gleich Spaß mit unserem heutigen Talk. Eins vorab, bevor ich jetzt den Leon hier vorstelle, nochmal für die Leute, die noch niemals bei uns dabei waren. Und zwar ist das nämlich so, dass wir erstmal einen Dialog mit dem Leon führen werden. Und in dieser Zeit könnt ihr jederzeit, wenn ihr möchtet, unten im Fragen- und Input-Channel, beziehungsweise da haben wir nochmal einen extra Text-Channel aufgemacht mit dem heutigen Datum, 8.6.22. Da könnt ihr jederzeit eure Fragen und euren Input gerne reinposten und am Ende des heutigen Talks werden wir nochmal komplett drauf eingehen. Und während des Talks würde ich euch gerade bitten, eure Mikrofone gerade zu muten, bitte. Und genau, am Ende könnt ihr jederzeit entweder mitreden, ihr könnt eure Fragen entweder per Voice Chat selber direkt an den Leon stellen oder, wie gesagt, nochmal im Text-Channel. Und so weit, so gut. Dann würde ich jetzt mal anfangen und hier den Leon hier mal begrüßen. Grüß dich, Leon. Hi. Ja, freut mich mega, dass du heute Abend hier bei uns mit am Start bist. Mit einem super coolen Thema auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Mega gut. Und eins vorab. Leon ist aktuell Student an der FH Bielefeld und du studierst gerade aktuell Bild- und Filmmedien, nur Fotografie und Bildmedien. Ja, es ist Fotografie und Bildmedien. Genau. Ja. In deinem Bachelor-Semester aktuell, ne? Ja, in meinem fünften, sechsten. Genau. Und du hast dich irgendwann jetzt dazu entschieden, okay, ich baue mir jetzt einfach mal irgendwas selber. À la DIY. So. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern du hast dir eine eigene Kamera gebaut. Und das ist ja das, womit wir auf Instagram und anderen Kanälen soweit jetzt erstmal so ein bisschen angeteasert haben. So, who the fuck ist Ulf? Ich liebe es. So, hau mal raus. Wer zur Hölle ist Ulf? Was ist Ulf überhaupt? Ja, Ulf ist eigentlich, wie du schon sagtest, eine Kamera. Und die ist nicht allzu klein. Also die ist schon relativ groß. Und ja, es ist eigentlich nur eine großformatige Kamera. Also einfach nur ein sehr, sehr großes Objektiv und ein sehr, 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 sehr große Image Plane. Also einfach nur eine weiße Fläche, die dann mit einer anderen Kamera abgefilmt wird, um sozusagen so einen großformatigen Look in einer noch bezahlbaren Kamera dann aufnehmen zu können. Also Großformat, Video und Fotos zu machen, ohne dass man sich für unglaublich viel Geld Film kaufen muss, der dann in die 30, 40, 50, 100 Euro pro Foto geht, wenn man Film benutzt oder halt eben einfach einen bis jetzt noch nie dagewesenen großen Sensor sich baut aus so digitalen Einzelteilen. Aber das hat die NASA zwar schon geschafft, aber da sind so auch so Lücken zwischen den Bildern. Also die kann man auch nicht wirklich dann dafür benutzen, um damit Fotos oder Videos zu machen. Und dann ist halt die Idee gekommen, zu bauen. Ja, das Geile ist, ich habe ja vorher schon, oder wir haben ja schon vorher ein paar Bilder von dir gesehen. Einen Bollerwagen. Oh Gott, das war scary. Upsala, sorry. Ah, das ist auch so eine tiefe, laute Stimme. Es war gruselig. Ja, auf jeden Fall, es ist theoretisch, es ist groß, es ist halt auf einem Bollerwagen, also sowas mit, ich fahre damit mal eben irgendwo hin, ist halt nicht. Und ja, es gibt es in verschiedenen Versionen, das ist zum Beispiel, wenn man ein Close-Up machen möchte, muss man da ein bisschen Extension haben, weswegen Ulf dann halt doch mal in den verschiedensten Versionen auftritt.
Aber das ist jetzt so, was ihr jetzt seht, ist sozusagen der letzte Prototyp. Es ist sozusagen immer noch auf dem Bollerwagen, aber es ist viel leichter, es ist viel kleiner und man kann es theoretisch auch auf die Schulter nehmen. Ich habe es bis jetzt nur einmal gemacht. Es tut sau weh, aber es ist... Ja, wirklich? Das ja. Riesenteil auf die Schulter. Warum? gute Frage. Weil es geil ist. Also, ich weiß nicht, das ist einer der Träume noch, das nachher wirklich dann bewegbar zu machen und das halt wirklich dann irgendwie zu schultern oder auf den Rucksack zu packen oder so, damit man damit wirklich mal in die Welt kommt. Das ist so das große Ziel. Aber bis dahin dauert das noch eine große Weile. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal ungefähr, wie das aussieht. Ja, da jetzt aber echt die große Frage, so, okay, warum hast du dir das Teil jetzt nochmal gebaut? Und warum hast du es Ulf genannt? Ulf, fangen wir vielleicht erst mit den Bildern an. Dann habt ihr auch was zu gucken, während ich euch was erkläre. Die kann ich jetzt ja einfach mal schön in den Channel posten. Wenn mein Internet dies zulässt. Genau, für alle anderen jetzt nochmal, genau, da kommen die Bilder. Für alle anderen nochmal, also unten bei Fragen und Input haben wir einen Text-Channel für den heutigen Abend mit dem heutigen Datum. Ja. Warum Ulf überhaupt? Also warum macht man sich eigentlich die Mühe, großformatig fotografieren oder zu filmen? Es hat damit angefangen, dass ich halt ein paar Menschen auf Instagram gefunden habe, die halt großformatig fotografiert und gefilmt haben. Film machen nicht so viele Leute. Aber ich bin halt, wenn ihr da mal so durchguckt, ziemlich gepackt worden von diesem Look. Also diese Möglichkeit, Menschen in einer Landschaft oder in so einem Szenario wirklich noch freizustellen. Also denen so, man bekommt den Kontext mit, wo die Menschen sind. Aber der Fokus bleibt immer noch auf der Person, auf dem Menschen. Und ich finde, das ist so für mich, weil es immer so ein Bedürfnis, das machen zu können. Weil ich finde, wenn man als Mensch zum Beispiel eine Person beobachtet, die zum Beispiel durch ein Feld läuft, dann spürt man das Feld, man sieht es, man weiß, dass es da ist, aber der Fokus bleibt eigentlich auf der Person. Und das fotografisch, ästhetisch und schön umzusetzen, ist relativ schwierig. Weil man kann natürlich alles andere unscharf machen, aber dann sieht es auch so aus, als hätte jemand halt so das ganze Bild unscharf gemacht und dann bleibt halt so eine Person nachher übrig. Und dann ist da auch kein Verlauf drin und ich weiß nicht, ich fand das einfach, diesen Look, den fand ich so ästhetisch und träumerisch, dass ich den unbedingt auch haben wollte. Und ich wollte ihn eben nicht nur für Fotos haben, sondern auch für Videosachen. Das heißt, mir war es klar, ich kann nicht analog fotografieren, oder analog filmen, weil das Material würde viel zu viel Geld kosten. Deswegen musste eine digitale Lösung her. Und in den Anfängen, wo ich noch Hoffnung hatte, dass es analog werden könnte und dass ich das in meiner FH so durchboxen kann, dass ich da irgendwie Material für bekomme, hatte ich halt mit meinen Fotolehrerinnen gesprochen und unsere TechnikprofessorInnen sehr genervt. Und auch irgendwie um 2 Uhr dann meine E-Mail geschrieben, so, dass ich da irgendwie so ein Projekt habe und dass ich gerne halt Ulf da weiterbringen würde und dass ich da noch ein paar Fragen für habe. Und am nächsten Tag kam dann dieser Technikdozent auf mich zu und hat mich so gefragt, so, ja, wie geht's denn Ulf? Und ich war halt erstmal sehr perplex, weil ich so das nicht verstanden habe. Und er hat nicht verstanden, dass es sich dabei eigentlich um einfach eine Abkürzung handelt für halt Ultra Large Format. Also einfach. Was so geil ist. Einfach ultra Großformat. Und er meinte halt, dass ich irgendwie über eine Person spreche oder so. Und in dem Moment war dann halt klar, okay, das wird der Name sein für das Projekt. Ulf. Ist so, du kommst ja gar nicht drum herum mit der Story und mit diesem sowieso genialen Namen kommst du gar nicht drum herum, ihn nicht Ulf zu nennen. Ja, das ist
es sorgt auch immer in so Freundeskreisen, wo man, ich habe schon sehr viele, ich bin sehr glücklich, dass ihr übrigens zuhört und da seid, weil sonst nerve ich nämlich sehr gerne meine Freundinnen damit. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich damit auch andere Menschen beglücken kann. Ja, nerv uns! Und wenn man dann so in Freundeskreisen ist, die dann alle schon über Ulf Bescheid wissen und dann kommt so eine neue Person in diesen Freundeskreis rein und man redet so über Ulf und dass man Ulf irgendwie noch im Auto gelassen hat oder dass Ulf noch irgendwie in der Garage liegt jetzt seit 2 Tagen. Ja, gab es die ein oder anderen Irritationen, was dann halt zu sehr witzigen Gesprächen führt. Vor allem, wenn der Freundeskreis so ein bisschen mitspielt und dann Ulf auch als Person ansieht und sich dann manche Menschen Sorgen machen, dass man irgendwie sein Kind im Auto gelassen hat oder so. Mhm. Dabei handelt es sich einfach nur um meine liebste Kamera. Weißt du denn gerade aktuell, wie viel dein liebes Kind wiegt? Ich glaube, das letzte Mal, als ich es gewogen habe und auf dem Rücken hatte, waren es, glaube ich, 35 Kilo. Alter, 35 Kilo. Massiv schweres Kind auf jeden Fall. sehr gut gewichtig, würde ich sagen. Aber allein das Objektiv wiegt halt schon an die 12 Kilo. Dementsprechend ist da schon die Basis ganz gut aufgebaut auf dem Objektiv. Ich muss ja auch sagen, ich feiere deine Bilder ja ungemein. Also ich liebe diesen großformatigen Look, ich liebe diesen dreamy Look, den du da einfach so mit drin hast. Gerade weil da eben die Unschärfe so stark mitspielt. Was hast du denn da für eine Blendenanzahl mit dabei bei Ulf? Also das Objektiv ist eigentlich ein 900mm f8 Objektiv. Mhm. Umgerechnet halt auf diese Umrechnung halt auf Vollformat, wegen dem größeren Sensor, ist es dann ein 50mm f0,45 ungefähr. Also theoretisch mit einer Höhe, also der Look ist halt, den kannst du nicht auf Vollformat erzeugen. Ja. Weil das zu krasse technische Voraussetzungen wäre. Also es gibt das Objektiv, ich glaube das schnellste Objektiv ist irgendwie ein 50mm f0,75. Das wird bei diesem ganz krassen, bei den NASA, also ich glaube, da gibt es 7 oder 10 Stück, das wird so in NASA bei den Mondlandungen benutzt und bei diesem einen krassen Film, wo irgendwie nur mit Kerzenlicht gedreht wurde. Und selbst da ist es halt f0,75 und halt noch lange, lange nicht so scharf. Also auf Großformat hast du halt den Vorteil, dass die Linsen halt viel einfacher zu bewerkstelligen sind, viel einfacher zum Manufacturing herzustellen. Produzieren, herzustellen, genau. Ja. Und dementsprechend ist die Bildqualität halt auch viel, viel, viel höher. Also du kannst da, ich habe das mal so ungefähr ausgerechnet, aber du kannst da über 12K theoretisch 12 oder wahrscheinlich auch noch höher auflösende Bilder mitmachen. Ach so, scheiße. Videos. Ja. Bei einer Phase One mit 50 Megapixeln oder, nee, bei einer Phase One mit 100 Megapixeln sieht man schon auf jeden Fall die Struktur von der Rückplatte. Aber ich glaube, in den Bereich kommen wir in der Videowelt erstmal noch lange nicht und bis dahin habe ich dann wahrscheinlich auch noch ein besseres Material gefunden. Weil natürlich die Projektionsfläche, wo sozusagen das Bild drauf projiziert wird, dann natürlich schon irgendwie ein Qualitätslimit setzt. Das ist ja auch der Punkt, du hast ja auch ein paar Videos produziert oder ein paar Filmaufnahmen gemacht gehabt. Mhm. Und ganz kurz, bevor wir vielleicht nochmal darauf eingehen, würde es mich ja auch schon generell, auch generell alle interessieren, so wie funktioniert das denn überhaupt so von der Technik her? Ja. Ich glaube, die wenigsten können sich das jetzt so genau vorstellen. Ich habe eine kleine Skizze gemacht. Ich hoffe, sie ist für euch verständlich. Sie sollte jetzt bei euch sein. Geil. Also, kurz zur Erklärung. Wir haben links im Bild ein Haus und eine Person, die sich freut, von Ulf gefilmt oder fotografiert zu werden. Dann haben wir Ulf in der Mitte, das ist dieses objektiv gezeichnete Ding da.
Und natürlich ist Ulf, genauso wie jedes andere Objektiv, natürlich so gestrickt, dass es ein Bild natürlich umdreht und halt ein Bild halt projiziert auf eine Fläche. Dementsprechend sieht man halt rechts eine Bildfläche, worauf halt das Bild dann projiziert wird. Ist natürlich dann alles spiegelverkehrt und umgedreht und so. Aber das Prinzip ist halt eigentlich wie jeder Ulf, ist halt eigentlich wie jedes, wie jede normale Kamera auch. Es gibt ein Objektiv, was ein Bild projiziert, aber anstatt eines Sensors, der sozusagen das Bild sofort aufnimmt und sozusagen in ein digitales Signal umwandelt, gibt es bei mir halt einfach eine weiße Wand, auf denen das Bild dann halt einfach fällt. Es ist halt theoretisch wie so eine Art Kinoprojektion sozusagen. Ja, und dafür hast du auch die ganzen Tücher gebraucht, damit es alles abgedunkelt wird und richtig, du dann eben das Bild dann drauf projizieren kannst überhaupt. Ja, weil bei helllichtem Tag kommt natürlich viel zu viel Sonne dann irgendwie direkt da drauf und man sieht das Bild kaum. Deswegen auch die Abdunklung. Ich habe das jetzt mal weggelassen, weil sonst wird das sehr kompliziert und voll. Das war meine erste Zeichnung, aber das ist irgendwie far too much. Aber das Spezielle ist halt sozusagen, dass diese Projektion, die das Objektiv dann einfach macht, halt abgefilmt wird von einer Kamera, die bezahlbar ist oder halt nicht bezahlbar wie die Alexa Mini, die ja gerade noch eingezeichnet ist. Das habe ich mir mal gegönnt, das die da mit einzubringen. Was und kostet das Teil denn? Weiß ich gar nicht. Also teuer. Also ich glaub, es fängt über 50.000 an. Was? Ja. Also I'm broke. Du leist die, wenn du die leist, bezahlst du mit Studierendenrabatt, glaube ich, 250 Euro pro Tag. Ach so, ja, Peanuts. Ja. Auch. Also dann auch für nicht kommerzielle Projekte so, ne? Mhm. Ist ja klar. Und die Kamera filmt dann sozusagen einfach diese große Kinoprojektion ab. Dementsprechend hat man sozusagen dann den Großformat-Look auf einem viel, viel kleineren Sensor, der halt noch bezahlbar ist. Dafür braucht man ein spezielles Objektiv, das nennt sich so ein Tilt-Shift-Objektiv. Das ist einfach nur sozusagen dafür da, dass man die andere Kamera, die sozusagen das Bild abfilmt, ein bisschen weiter unter die Linse setzen kann, also unter Ulf, also unter das Objektiv. Achso, das ist vielleicht verwirrend. Das Objektiv an sich heißt schon Ulf und das gesamte Konstrukt heißt auch Ulf. Es ist ein bisschen verwirrend. Ulfception quasi. Ja, es ist theoretisch, Ulf ist gleichzeitig auch Ulf. Aber irgendwie hat sich das auch so eingebürgert, weil das Objektiv an sich halt schon so viel Charakter hat. Und ja, dafür braucht man halt ein spezielles Objektiv, weil die Kamera ist ja sozusagen, die müsst ihr so ein bisschen hochfilmen, weil die ist ja theoretisch unter dem Objektiv dran. Oder ein bisschen seitlich. Und dementsprechend muss man dann halt mit einer speziellen Optik das korrigieren. Kann man theoretisch auch in der Post. So habe ich die ersten Versuche gemacht, aber jetzt, umso professioneller Ulf wird, umso öfter ich die Version erneuere, dann wird es schon mit professionelleren Linsen gemacht, die das sozusagen sofort rausrechnen können. Ja, und das ist sozusagen das ganze Prinzip. Es hat eigentlich nur Vorteile, bis auf, dass man halt super schwer ist und dass man halt ziemlich viel Licht verliert, weil man filmt ja sozusagen eine Projektion nochmal ab. Und das ist gar nicht mal so wenig. Das heißt, so im Dämmern, in so Dämmerlichtfilm funktioniert nicht. Man braucht schon echt Sonne, damit man was drehen kann. Oder richtig große Lampen. Das heißt, du hast dann auch eine ziemlich lange Belichtungszeit, was deine Bilder angeht, oder? Richtig. Also ja. je nachdem. Man kann halt auch beim Film brauchst du halt ja mindestens eine 50stel von der Sekunde, damit man halt irgendwie den richtigen Motion Blur hat, aber das geht halt wirklich dann auch nur, wenn es wirklich richtig sonnig ist. Bilder kann man natürlich dann auch einfach länger belichten, so 2, 3, 5 bis 10 Sekunden, das ist gar kein Problem. Aber für Video muss es halt echt schon sehr sonnig sein. Ja, du hast ja auch gerade eben Thema Professionalität erwähnt gehabt. Und das ist so, hast du schon mal Erfahrung gehabt
eine Kamera zu bauen? Oder war das jetzt so dein erstes Projekt? Weil du hast ja auch vorhin zum Beispiel ein paar Bilder von deiner Family gezeigt, wie sie dir dabei geholfen hat. Ich glaube, an der Qualität, wie die Kamera aussieht, sieht man ganz gut, dass es mein erstes Projekt war. Und dass ich da wenig Erfahrung mit habe. Es war halt so sehr ergebnisorientiert, würde ich mal sagen. Erstmal so ein Test, also erstmal, ist es überhaupt möglich? Macht es überhaupt Sinn? Sieht es überhaupt aus? Funktioniert das Objektiv überhaupt so, wie ich mir das vorstelle? Deswegen sind die ersten Versionen halt bare bones. Eine weiße Wand, das Objektiv und irgendwas, um es abzudunkeln. Ich hatte wenig Erfahrung und ich habe das Gefühl auch immer, ich weiß jetzt auch immer noch sehr wenig. Meine Familie hilft da unglaublich aus. Besonders mein Bruder, der sich zum Glück noch mit 3D-Design auskennt. Aber selbst wir beide stochern da momentan echt viel im, ja, jetzt wo es so auch so Materialien geht und ist es robust genug, wird es gut genug sliden? Und das sind halt so Sachen, die, wo mein Horizont halt super aufhört. Wo ich wirklich dann an andere Menschen abgebe, weil es ist ziemlich kompliziert. Oh, das kann ich mir echt vorstellen. Allein schon, wenn ich mir vorstelle, also wenn ich mir gerade nochmal deine Bilder angucke, die du ja hier in den Channel gepostet hast, wo du die Bilder halt aufgenommen hast, irgendwo im Wald. Ich meine, du musst ja erstmal Ulf dahin transportieren. Das ist erstmal das eine Ding. Dein Riesenbaby. Musst du erstmal irgendwie dahin kommen. Und dann musst du es auch wahrscheinlich aufbauen. Und ja. Der Aufbau, der klingt wahrscheinlich auch nicht so einfach. Nee. du merkst, es ist ein kleiner schmerzlicher Punkt. Also vor allem, wenn es darum geht, den wirklich Ulf irgendwo anders hinzubekommen. Also viele Bilder sind bei mir in der Umgebung auch entstanden. Zum Beispiel, ich könnte mal das Flussbild mal hier in den Chat posten. Das ist sozusagen das Bild, was entstanden ist mit der ersten Version von Ulf. Also wirklich einfach nur schwarze Vorhänge zwischen der weißen Rückplatte und Ulf geschmissen. Okay. Ja, und dementsprechend ist die Qualität auch nicht so supi. Aber es war halt der Anfang. Ich liebe das Bild trotzdem. Das ist so genial. Das ist so atmosphärisch. Und es ist ja auch dieses, du spielst ja direkt mit diesem dreamy Look. Ja, auch. Und das ist das, was auch gerne wo du gerne hinziehen möchtest, diesen dreamy Look zu bekommen, ne? Auf jeden Fall. Ich finde das halt, ich finde diese Beobachtung halt einfach sehr, sehr spannend. Und ich liebe nichts mehr, als so ein bisschen in so einer Traumwelt abzutauchen mit dieser Art von Fotos oder Videos. Und es ist halt so die Möglichkeit, Menschen aus der Distanz oder Landschaften aus der Distanz zu betrachten, aber halt trotzdem einen Fokus vorzugeben. Ja. Hat es einen bestimmten Grund, warum du dich für den Look entschieden hast oder warum du den Look überhaupt haben wolltest, erzeugen wolltest? Ich glaube, es ist größtenteils einfach, wie ich gerne wahrnehmen würde oder wie ich die Welt halt wahrnehme und dass ich halt anderen Menschen das so ein bisschen näher bringen wollte. Also es geht einfach darum, dass ich mit der Technik, die ich halt dann irgendwie gebastelt habe, dass halt diesen träumerischen Look halt kreieren wollte und halt, es ist schwer zu sagen, es ist halt, ich mochte dieses Gefühl einfach, was das in einem hervorruft und würde das, glaube ich, einfach gerne mehr in diese Welt geben. Also es ist einfach, wenn ich etwas vermisse in dieser Welt, dann möchte ich das gerne machen. Ob das jetzt ein Look ist, ob das jetzt ein Video ist, ein Thema. Man sollte, finde ich, glaube ich, immer das machen, was einem so fehlt in der Welt. Und das war halt so das, was
ich so gefühlt habe, was mir irgendwie fehlt, und dann habe ich das halt gemacht. Ja, man merkt halt auch auf jeden Fall, dass du halt einfach ein Macher im wahrsten Sinne des Wortes einfach bist. Also nicht nur durch die Kamera generell, sondern einfach nur, dass du auch darauf hinabzielst, Dinge zu kreieren, die es so nicht gibt. Zumindest visuell jetzt in dem Sinne. Und hast du da aber auch irgendwelche Inspirationen zum Beispiel, die dich dahin geführt hat? Ja, also auf jeden Fall die Bilder, die ihr jetzt das als erstes seht, wo ich beschrieben habe, warum ich diesen Large Format Effekt so gern habe. Das waren so meine ersten Inspirationen. Also das erste Bild ist ein Fotograf aus Hamburg, Melvin Ivy, der hat halt dieses Bandcover gepostet, und ich war so fasziniert irgendwie von dieser Bildkomposition, aber auch von dem Detailreichtum dieses Fotos, dass mich das halt irgendwie gecatcht hat, und ich habe mich dann halt gefragt, wie wird das Foto denn gemacht? Und dann ist halt rausgekommen, dass das halt mit einer Großformatkamera aufgenommen wurde. Und da ist der Effekt noch gar nicht so stark. Da liegt es eher an was anderem, aber dann habe ich mich so ein bisschen halt in diesem Großformat-Look verliebt, und dann ist einer meiner Lieblingsfotografen mir entgegengekommen, und zwar Sandy Feemister. Also der hat diese unglaublich schönen Fotos gemacht von dieser Person von diesem Barn, von diesem roten Lagerhaus Schuppendings. Der hat halt super viel seine Freundin fotografiert, welche auch ein unglaubliches Modell ist. Und hat dann ja eben diese dreamy Fotos auch von gemacht. Aber ihr seht, die Person ist halt noch nicht ganz so weit weg. So, die ist halt noch relativ im Vordergrund, und die Landschaft ist noch nicht so unscharf, und ich brauchte da irgendwie noch so ein bisschen mehr, damit das irgendwie für meine Fotos funktioniert. Und dann ist noch ein ganz, ganz großes Vorbild. Ich glaube, ihr Name war Kate... lass mich nicht lügen. Kate Miller-Wilson. Unglaublich starke Fotografin, die viel ihre Kinder auch dokumentiert und auch da halt mit Großformat arbeitet, was ich unglaublich faszinierend finde, weil die kommt halt auch mit so einem Kasten hin und schleppt den halt auch immer mit. Dementsprechend bin ich davon sehr stark fasziniert und liebe die Arbeit, die sie macht, weil sie ist unglaublich nah an den Menschen dran und deswegen auch unglaublich verträumt und wundervoll. Ja, das waren so meine großen Inspirationen, und dann natürlich auch viel, viel Gemälde oder so viel auch Farbigkeiten von Gemälden oder Fotos. Ich glaube, das sind so meine Inspirationen. Genau, das ist es, was ich bei vielen von deinen Arbeiten auch irgendwie dass das Gefühl hatte, dass das mehr Gemälde sind als Fotografie. Einfach nur, weil du zum einen super mit den Farben und mit dem Licht spielst, aber zum anderen auch einfach nur, was die Komposition angeht. Also ich finde es wirklich super faszinierend. Guckst du halt zweimal, was für ein Bild du machst. Dementsprechend, also es ist halt auch generell großformatige Fotografie, ist halt oft, du musst dir die Zeit eh nehmen, weil bis du das Ding aufgebaut hast, dann überlegst du halt noch dreimal, ist es wirklich die beste Komposition oder ist es wirklich das, was du zeigen möchtest? Und da wäre es natürlich mega frustrierend, wenn du dann mit einem Bild rausgehst, was halt, womit du halt überhaupt nicht zufrieden bist. Ja. Nach gefühlt 10 Stunden Arbeit. Ja, manchmal ist das so viel Arbeit. Oh, shit. ja, also es ist aber auch viel schöner, weil du hast halt eben nicht irgendwie von einem Tag dann 2000 Bilder, weil dann guckst du die auch nicht mehr an. Und mit Ulf ist es halt so genau das andere Extrem. Du hast halt ein Bild, was dann für den ganzen Tag repräsentativ ist, und an dem feilst du dann auch halt so lange und so ausgiebig, bis du dann halt wirklich auch irgendwie damit schon zufrieden bist. Und natürlich, ne, die früheren Bilder sollte man vielleicht nochmal drüber editieren und so, aber
ich habe das jetzt erstmal alles so gelassen, weil ich finde, man soll auch irgendwo einen Prozess sehen. Und es ist ja eh alles noch ziemlich in so einer DIY-Phase. Oh, Moment, heißt das, dass die ganzen Bilder, die du uns jetzt hier gezeigt hast, dass die alle uneditiert sind? Oder hast du die nochmal am Computer bearbeitet? Nein, also generell die Fotos, die ihr gerade seht in dem Channel, also die 1, 2, 3, 4, 5, 6 ersten, bevor ich diese Skizze reingezeichnet habe, das sind nicht meine Bilder, das sind die von den Inspirationen, die ich hatte. Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden, ja. Dass das Bild unten ist sozusagen halt so uneditiert, wie es geht, ist natürlich umgedreht und ist so ein bisschen was an den Kontrasten gemacht, aber es ist noch da, das ist noch nicht so, das ist noch nicht so stark bearbeitet, weil es halt erst ein Testbild war. Mhm. Ja, magst du uns da noch mal ein paar mehr Arbeiten von dir zeigen? Ah, genau, da kam jetzt auch gerade die Frage rein. Ja, hier ist eins, was zum Beispiel irgendwie diesen, oh, warte mal. Deine Dateien sind zu mächtig. Die ist anscheinend ein bisschen zu groß. Ansonsten können wir es auch gerne nochmal mit dem Stream probieren. Ja, vielleicht dann erstmal hier ein Hochzeitsfoto, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, von einer guten Freundin, die den Look auch unbedingt haben wollte. Dann sind wir da nämlich mit dem Auto hingejuckelt und haben das aufgebaut und hatten dann so gefühlt 2 Minuten Zeit, um dieses Foto zu machen. Was dann auch zum Glück mit viel Vorbereitung dann auch geklappt hat. Aber ja, es war spannend. Und dann kann ich euch vielleicht das andere jetzt auch mit dem Screensharing zeigen. Das ist zum Beispiel jetzt das, ich glaube, eins der letzten Fotos. Ich habe in letzter Zeit dann relativ viel Stille gehabt, weil wir sozusagen im Umbau waren. Das ist jetzt auch mit einer Phase One fotografiert, also mit bis zu 100 Megapixeln, glaube ich. Wenn ich hier so ganz, ganz nah ranzoome, dann seht ihr halt auch schon, dass hier so Unebenheiten im Bild sind. Ich weiß nicht, wie gut das überträgt. Aber ich hoffe, ja, so Fragmente. Ich hoffe, man sieht es. Also Fakte, ja. Ja, das ist sozusagen kein Digital Noise, also es ist kein ISO-Rauschen, sondern es ist wirklich diese Unebenheiten in der Rückplatte. Also das ist noch so das größte Thema, wo ich noch dran arbeiten möchte, wenn ich so wirklich hochauflösende Bilder machen möchte, ist, dass die Rückplatte an sich halt eine gewisse Unebenheit hat. Weil es halt eben wirklich auf eine Wand einfach projiziert wird. Ach, das ist auch noch so detailliert zu sehen ist, vor allen Dingen. Also das ist die weiße Platte, von der du erzählt hast, ne? Ja. Platte. Ja. Da gibt es auch schon unglaublich viel, was ich ausprobiert habe. Also erst war es Holz, lackiertes Holz, was ich da nochmal abgeschliffen habe und nochmal neu lackiert habe. Dann war es irgendwie so eine IKEA-Rückwand von einem Schrank. Und jetzt momentan, dann war es einfach so eine Architekturbedarf-Platte. Und für die nächste Version wird mir jetzt aus den USA so eine bestimmte also so ein ganz, ganz, halt einfach da, wo man eigentlich so Farben drauf mischt, so eine Malerpalette geschickt, die es irgendwie nicht in Deutschland gibt. Damit hat aber eine andere Person, die sozusagen sowas Ähnliches gebaut hat, nur in wesentlich kleiner, halt gute Erfahrungen gemacht und hat mir halt Bilder davon geschickt, so. Und die Person schickt mir jetzt sozusagen, kauft es da und schickt mir das rüber, damit ich hier weitermachen kann. Ja. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Ja. Du hast auch ja vorhin auch erzählt, also da gehen wir wieder zurück zum Thema, Professionalisierung. Und zwar, wohin willst du mit Ulf letztendlich überhaupt hin? Oder hast du überhaupt ein Ziel? Ja, ich habe auf jeden Fall ein Ziel. Und zwar, ich will mit Ulf auf jeden Fall in den Film. Also, ich bin in meinem Fotografiestudium gerade auch, habe ich einfach gemerkt, dass Fotografie nicht reicht. Also, ich brauche noch Musik, Sounds,
Bewegtbild, Animation, ich brauche irgendwas noch mehr. Deswegen möchte ich halt Ulf auch in nicht nur als Fotokamera benutzen, sondern wirklich auch als Videokamera. Das heißt, sowas wie Fokus ziehen muss ermöglicht werden. Also eine smoothe Möglichkeit, diese riesen Rückplatte vor und zurück zu schieben, damit sich halt der Fokus der ganzen Sache verschieben kann. Das Ganze muss irgendwie robust werden, dass es nicht bei einem Windstoß irgendwie kippelt. Und halt einfach alles sinnvoller. Also bis jetzt hat es immer sehr lange gedauert, bis man das aufgebaut hat und die Kamera dann da reingesetzt hat und angeschlossen und richtig ausgerichtet hat, Kabel angesteckt hat und alles Mögliche. Und das möchte ich alles in so eine Version packen, wo dann irgendwie alles auch funktioniert. Vor allem, weil wir im September schon damit Teile eines Kurzfilms drehen. Ja, und da muss natürlich so funktionabel wie möglich sein, ne? Für die Zeit, die man dann eben da ist. Entschuldigung, ich habe gerade kurz den Kommentar von Justus gelesen und versucht, dir zuzuhören. Das hat nicht so gut funktioniert. Kannst du das doch mal wiederholen? Nee, weil ich gemeint habe, da muss es ja so funktionabel wie möglich sein in der kurzen Zeit. Weil gerade, wenn man ja beim Filmdreh ist, du hast ja begrenzte Zeiten, da muss am besten irgendwie alles ja passen. Ne? Da kann man nicht lange herumexperimentieren, weil da so viele andere, die Zeit von anderen Leuten auch einfach mit im Spiel ist. Ja, also beim Film, ja, Zeit ist knapp. Deswegen will ich es halt eben so schnell wie möglich kreieren. Ja. Genau, jetzt hat der Justus jetzt hier eine Frage gestellt gehabt. Ja, mit dem Mittelformat bei der Repro-Kamera brauchst du doch für das Tilt-Shift einen noch größeren Bildkreis, oder? ja, also bei der Repro-Kamera, das ist keine Mittelformat-Kamera. Das kann von der Handykamera bis... eine Handykamera kann es auch sein, aber da muss man halt den Winkel, muss man das Bild nachher noch ein bisschen bearbeiten, damit sozusagen das Bild wieder gerade gerückt wird, weil man dann ja aus einem Winkel filmt. Aber die Kamera unten ist keine Mittelformatkamera, also man kann es auch machen mit einer Mittelformatkamera, aber braucht man nicht. Das heißt, da reicht auch ein kleinerer Sensor und dann kannst du ein ganz normales Vollformat-Tilt-Shift-Objektiv benutzen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, sonst können wir da später nochmal auch auf eingehen oder kannst du mir auch nochmal schreiben. Dann können wir da nochmal genauer drüber reden. Da schreibt er gerade nochmal. Ja. Also sonst könnte ich in der Zwischenzeit auch nochmal gerne was Bewegtes zeigen, weil das ist so nämlich das, was ich so am liebsten eigentlich zeigen möchte. Das sind jetzt alles nur Testaufnahmen, also habt nicht so hohe Erwartungen, aber dann seht ihr schon mal zumindest, wie das sich bewegt aussieht. Achso, und ja, weil du von der Phase 1 gesprochen hast, ja, das war wegen der hohen Auflösung, habe ich mir dann einfach gedacht, okay, du machst dieses Foto ein bisschen von unten und schräg und stretchst es nachher so raus und korrigierst die Perspektive in Photoshop, weil das war 100 Megapixel, wie du schon gesehen hast, lohnen sich noch nicht, weil der Hintergrund halt noch nicht perfekt genug dafür ist. Deswegen habe ich es einfach dann digital korrigiert. Aber ich schicke euch mal jetzt einen Google Drive-Link rein, dann könnt ihr da mal gerne draufklicken. Das ist so ein ganz kurzes Video, was ich geschnitten habe, wo das so ein bisschen, wo ihr einfach mal den Look irgendwie dann in Bewegtbild sieht. Es sind einfache Testaufnahmen, aber dann seht ihr das mal, wie das so vonstatten geht. Und dann seht ihr auch, wie groß das Ding ist und wie schwer das ist und was für Komplikationen da alle so mitkommen. Leon, sagt dir zufälligerweise Roger Deakins was? Ganz zufälligerweise kann ich mit dem Namen was anfangen. Ich dachte, ich droppe den Namen jetzt einfach mal, weil mir ist es auch gerade eben nochmal aufgefallen, wo ich jetzt dein Video, was du gerade gepostet hast und generell deine Bilder, ist mir das nochmal so eingefallen, dass mich das sehr an ihn erinnert. An seine Bildsprache. Das ehrt mich sehr. Ja, weil Roger Deakins ist ja auch jemand, der den Mensch doch sehr klein im Gesamtraum einfach darstellt. Also der setzt den Mensch oder die Person generell
total in den Kontext seiner Umgebung. Und boah, in welchem Film waren das nochmal? Wo ich es gesehen habe, das war der letzte Nolan-Film, wo ich mal sowas gesehen habe von ihm. So oder so, auf jeden Fall krasser Kameramann und ja, ich muss auf jeden Fall nochmal dran denken. Ich poste den auch gleich nochmal hier rein, damit die anderen auch was damit anfangen können. Aber ja, genau. Siehst du auch irgendwo bei dir so Inspiration von Roger Deakins? Ich habe, glaube ich, einfach, also ich versuche oft sehr experimentell auch manchmal mit Bildsprache umzugehen, aber also wenn ich bewusst Bilder setze, versuche ich zu schauen, was man vielleicht untypisch machen kann. Wenn ich aber an bestimmte Sachen rangehe, ist es oft sehr unterbewusst. Also ich fühle dann Bilder einfach. Also und gucke, ob die irgendwie stimmig wirken. Und da spielt natürlich dann auch irgendwie dieses Bildgedächtnis, was man dann einfach hat, einfach wahrscheinlich unglaublich rein. Also man konsumiert Filme ja. Und vieles davon bleibt ja auch unterbewusst im Kopf hängen und dadurch entwickeln wir ja auch eine Ästhetik. Und wenn ich die gerade nicht versuche zu brechen, dann bediene ich mich der halt schon. Also mit dem, was sich natürlich ästhetisch für mich anfühlt. Und da mein Gedächtnis wahrscheinlich dann sehr von solchen Menschen geprägt ist, ja, bin ich wahrscheinlich doch sehr stark davon, also bin ich unterbewusst auf jeden Fall sehr stark davon geprägt und ja, fühle das wahrscheinlich so. Weil es auch einfach eine sehr, sehr starke Bildsprache ist, die du, ich glaube, so im filmischen Alltag, die dir nicht so oft über den Weg läuft. So, ich glaube, viele können irgendwie was damit anfangen, aber sie können vielleicht nicht beschreiben, woher das kommt oder welche Filme das verwenden oder dass das überhaupt ein Stilmittel ist, letztendlich. Mhm. Ja. Aber wenn du dir die Bilder an sich einfach so einzeln betrachtest, die einzelnen Stills, das sind halt einfach wie einzelne Kunstwerke, für mich zumindest. Wie einzelne Gemälde und das ist super faszinierend. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Weil du kannst halt eben auch nicht, da ist nicht viel mit Bewegung mit Ulf. Du hast wirklich halt nur die Komposition, die dir übrig bleibt, die du dann sozusagen noch durch diese Tiefenunschärfe verstärkst. Aber so wirklich sind das halt deine zwei großen Stilmittel. Und da es so unbeweglich ist, sitzt es dann halt auch. Ja. Hast du noch mehr von deinen Arbeiten, die du uns gerne zeigen möchtest? Auf jeden Fall. Kann euch ja mal nochmal so ein bisschen füttern mit so kleinem Material. Also so richtig diese ganz großen Werke lassen sich, glaube ich, noch so auf sich warten, weil es halt eben noch sehr sehr DIY-mäßig ist. Und um so richtig gut was zu machen, fehlt dann doch irgendwie noch so ein bisschen Professionalität. Aber red dich mal nicht so klein. Ich habe auf jeden Fall noch ein kleines Video, was entstanden ist einfach während Tests bezüglich der Naheinstellgrenze von Ulf, also wie man auch eventuell nah an Personen rankommen kann. Und da ist dann halt auch wieder so dieser stark träumerische Look aufgefallen. Und ja, ich bin da sehr großer Fan von, was Ulf halt auch im Close-Focus-Bereich oder halt in so Porträtaufnahmen machen kann. Ich liebe die Unschärfe, die ist einfach so, wie beschreibst du? Sahnig, genau, sahnig. Ja, sehr, sehr geschmeidige Unschärfe auf jeden Fall. Ach, liebe ich. Ja. Und nochmal so kleine Sachen. Das sind jetzt so Sachen, die auch mal einfach in meinem Zimmer passiert sind.
weil die Kamera halt auch einfach so schon sehr auch mit mir gelebt hat, aus Platzgründen. Und dabei entsteht dann doch schon relativ viel. Und ich glaube, an dem letzten Beispiel zum Balkon raus sieht man dann halt auch schon, wie krass es auch sein kann. Und wie schön man damit auch mal so alltägliche Handlung irgendwie so aus einem realistischen Kontext nehmen kann. Mhm. Du hast doch vorhin schon angeteasert, dass du im September an einem Projekt mit Ulf arbeiten wirst. Kannst du denn ein bisschen was zu dem Projekt sagen? Beziehungsweise auch vielleicht zu zukünftigen Projekten, die du noch mit Ulf hast? Auf jeden Fall gerne. Es ist ein Kurzfilm, der sich halt auch um einen Traum handelt. Also es ist sozusagen ein Traum, den die Regisseurin hatte. Und er wird sozusagen zunehmend immer skurriler. Und am Ende, und diese Skurrilität wird sozusagen auch mit der visuellen Darstellung halt mit übermittelt. Also am Anfang drehen wir mit relativ modernen, durchgerechneten Objektiven und werden dann switchen dann zum Beispiel zu analogen Objektiven, die so ein bisschen so ein Flair haben, also auch so Verzerrungen und so drin haben. Mhm. Und am Ende, die Endszene ist halt eine ähnliche Szene, die wir jetzt sehen, wie bei dem Blade Runner Film, den du da Still gepostet hast, wo zwei Menschen auf einem Feld stehen und sich gegenseitig mit Matsch einschmieren. Und das sind halt die beiden, oder die Charaktere sind halt so Leute im piekfeinen Anzug. Und die letzte Szene wird halt so, dass sich da diese Menschen dann so sehr genüsslich mit Schlamm einschmieren. Und diese Szene hatte sie halt geträumt, die Regisseurin, und wollte diese Menschen aber halt auch auf jeden Fall auf diesem Feld zeigen. Und halt auch nicht irgendwie so typisch in diesem Schuss-Gegenschuss, wie man das normalerweise kennt, sondern halt wirklich diese Situation aus der Distanz betrachtend passieren lassen. Und da war halt Ulf die perfekte Lösung für. Das heißt, die letzten Szenen werden dann halt mit Ulf gedreht. Und ja, dafür wird es dann gebraucht. Ja. Weiß man denn schon, wird das veröffentlicht? Oder ist das ein privates Projekt? Das habe ich jetzt nicht überlegt. Das wird auf jeden Fall veröffentlicht. Es ist ein relativ kleines Projekt, also es wird ein kleines Team sein, aber das wird auf jeden Fall in die Veröffentlichung gehen. Und dann lass uns auf jeden Fall gerne mal wissen, wenn es zur Veröffentlichung kommt, wann. Ich würde mir das echt gerne mal angucken. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ende des Jahres sollte das auf jeden Fall durch sein. Also Ende des Jahres kriegt ihr dann den Film auf jeden Fall gerne mitgeteilt. Ja, okay, perfekt. Dann können wir uns schon mal hier auf was freuen Ende des Jahres. Ich wollte noch ganz kurz auf eine Frage hier von Karl eingehen. Und zwar, er schreibt hier, ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber ich hätte noch mal eine Frage, welches Abbildungsobjektiv du genau nutzt. Abbildungsobjektiv, du meinst damit das Objektiv, also Ulf an sich? Also Abbildungsobjektiv, das ist so, beides bildet halt ab, vielleicht verstehst du, also kannst du es mal... Karl, wenn du gerne möchtest, kannst du auch gerne dein Mikrofon freischalten und dann kannst du auch gerne deine Frage nochmal spezifizieren. Ansonsten dann gerne über den Text. Achso, die Großformatlinse. Okay. Also die Großformatlinse ist eine Linse, die theoretisch früher unter einem Flugzeug hing. Also es ist im Ersten Weltkrieg eine Linse gewesen, eine Aerial Imaging Linse, also damit, wo sozusagen gegnerische Stellungen abfotografiert wurden aus der Höhe. Und es ist ein 900mm Objektiv mit einer 8er Blende. Und die habe ich auf Etsy gefunden und das war halt für Ultra-Large-Format halt ausgelegt. Also
der hat halt einfach den Bildkreis gemessen und ich dachte mir so, der ist groß. Hab das ausgerechnet, wie das so aussehen würde und dann habe ich es halt bestellt. Aber ich habe nie gedacht, dass es so groß und so schwer werden würde. Ich habe es auch mit meinem Fahrrad abgeholt, was eine unglaublich schlechte Entscheidung war, weil dann wurde ich auf dem Weg zurück zweimal von der Polizei angehalten. Ach was. Weil ich das auf jeden Fall nicht auf dem Lenker hätte transportieren dürfen und dann musste ich den Rest des Weges gehen. Ach nee. 12 Kilo im Gepäck, dann sein Fahrrad durch die Stadt schieben, war dann halt schon toll. Oh, das ist ja richtig räudig. Ja. Mit dem Monstervieh, Alter, nee. Ja. Also er hat es deine Frage beantwortet. Es ist ein 900mm F8er Objektiv. Was halt einen Bildkreis von 65 Zentimetern hat. Durchmesser. Nee, ist leider nicht gängig. Ist auch, glaube ich, aus Großbritannien da von so einem ganz lieben Sammler dann geschickt worden. Ja. Wir sind jetzt so langsam schon am Ende unserer Talkrunde angekommen. Ich würde dann nochmal gerne Zeit lassen für alle Leute, die noch gerne eine Frage an Leon hätten oder einfach vielleicht auch gerne dem Leon einfach was sagen möchten, was mitteilen möchten. Aber ganz kurz, was wir noch nicht so richtig spezifiziert hatten, ist, was hast du eigentlich für Ulf ausgegeben? So, wie groß war die Rechnung für das Vieh? Wenn du vor allen Dingen sagst, dass es doch um einiges günstiger war als eben eine professionell gekaufte. Ja, also es ist Variante. Ja, also es ist halt theoretisch, so ganz genau kann man das irgendwie nicht so sagen, weil es ist halt so ein bisschen, also zum Beispiel mein Vater hat viel Material aus der Firma zum Beispiel relativ günstig bekommen. Also der so ein echt Preis wäre wahrscheinlich wesentlich teurer. Aber allein nur das Objektiv hat schon 700€ gekostet. Das ist für ein Objektiv eigentlich unglaublich günstig. Aber das war auch echt ein ganz toller Deal. Aber jetzt mit den ganzen Versionen, die jetzt kommen, und je nachdem, wie professionell ich auch diese Zwischenversion jetzt noch mache, die jetzt kommt, da liegt man, also es ist so, also ich, es ist jetzt absurd hoch, aber alleine für die Rückplatte könnte ich schon 7.000€ ausgeben. Ah. So, dann wäre es nämlich ein sehr professionelles Material, was halt auch so in so Kalibrierung von so Industriekameras und so benutzt würde. Damit, also das heißt dann super hohe Reflexionsrate, irgendwie super mattes, aber super tolle Rückfläche, super hochauflösend, blibablub. Aber ne, also ich könnte wahrscheinlich auch noch ein anderes Objektiv kaufen, aber dann bist du da halt auch schon bei das nächstbeste. Kostet dann auch schon irgendwie, ich bin auch bei 5.000, 6.000 oder 12.000€. Also dementsprechend, es ist noch Luft nach oben. Oh Gott. Ich versuche das halt möglichst günstig zu halten, weil ich möchte halt eben nicht, dass es so ein nicht so ein Ding wird, was dann halt irgendwie auch niemand so wirklich mieten kann. Also ich würde schon gerne, dass es halt auch wirklich auf Filmdrehs dann auch benutzt wird. Und erstmal an das Geld zu kommen, so erstmal als Investment ist halt schwierig und dann ist es natürlich auch noch sehr nischig. Also Menschen, die diesen Look halt haben wollen, sind sich dann wahrscheinlich auch gerne bereit dafür, so ein bisschen mehr Zeit dafür zu opfern. Dementsprechend erhoffe ich mir, dass ich da noch günstiger dann dabei rumkomme, anstatt dass ich da irgendwie dann nachher mit 20.000€ rumlaufe. Das wäre nicht so schön. Jetzt hast du mich gerade auf einen Gedanken gebracht, und zwar hattest du schon mal Kontakt zu irgendwelchen Manufakturen, Produzenten, etc., was Ulf angeht? Nee, noch nicht so wirklich. Weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss erst irgendwie, also ich habe das Gefühl, es muss erst so was Prototypmäßiges schon so richtig stehen. Bevor ich da irgendwas anfrage.
Ja. Alrighty. Ja, wie gerade eben nochmal schon angeteasert, also jetzt habt ihr gerade nochmal Zeit, Fragen, Mitteilungen nochmal an Leon zu richten. Ansonsten sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Zeit. Ich will nochmal ganz kurz warten, ob sich noch jemand meldet. Sonst könnt ihr mich auch, glaube ich, gerne einfach auf Instagram anschreiben oder irgendwie anders kontaktieren. Ich freue mich sehr gerne, darüber zu reden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, beantworte ich die liebend gerne. Und ja, dann bekommt ihr bei Instagram, bekommt ihr auch dann, falls euch das so doll interessiert, könnt ihr noch gerne mit der Folge, dann werden da auch die nächsten Updates kommen. Ja, hier, wo wir gerade dabei sind, dann können wir auch gleich mal auf deinen Instagram-Channel posten. Ist mir eine Ehre. Moment, so. So. Hier bist du. Dann wirst du hier nochmal kurz hier veröffentlicht. Tatsächlich, wenn jetzt nichts weiteres mehr kommt, dann würde ich jetzt schon mal sagen, ganz großes liebes Dankeschön an dich, Leon. War ein super Talk mit dir, war generell super Arbeiten von dir. Und spannend, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der seine eigene Kamera gebaut hat. Beziehungsweise der diesen ganzen Prozess. Du bist ja auch gerade bei Version 4. Ja. Ist noch erwähnt, gell? Also bist du mal bei deinem vierten Prototypen. Ja. Ich finde das mega beeindruckend und mega inspirierend, einfach nur, dass du einfach so Dinge dann selbst in die Hand genommen hast und gesagt hast, okay, wenn ich es nicht selber herbekomme, dann easy. Also nicht easy, aber dann baue ich mir einfach selber. Also ey, easy willst du gar nicht sagen. Ich glaube, du hast da echt so viele Tränen, so viel Schmerz schon gehabt, was da in die Arbeit geflossen ist. Oh, ich habe so viele Tagebücheinträge, wo ich Skizzen drin habe und sehr verzweifelte Hoffnungsrufe da drin habe. Ja. Aber bis jetzt, es funktioniert. Also ich bin immerhin bei Version 4 schon angekommen. Ja. Das heißt, bei Version 5 oder 6, ja, es ist dann halt vielleicht erst in 2 Jahren, aber vielleicht dann halt auch richtig geil. Oh ja. Und bis dahin wird wahrscheinlich noch ordentlich Blut und Schweiß fließen. Wahrscheinlich schon, aber es lohnt sich halt auch immer. Ja, total. Ja, ich freue mich mega, was von dir noch in Zukunft kommt. Also da wird auf jeden Fall noch ein Auge drauf geworfen. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg für dich und deine weitere Zukunft und vor allen Dingen auch mit deinen Projekten und mit Ulf. Vielen, vielen Dank. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ich hier sprechen durfte. Ich finde es sehr toll. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja, war uns eine große Ehre. Und ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs mit dabei sein. Eine Sache habe ich noch tatsächlich, bevor wir hier in den wohlverdienten Feierabend gehen. Und zwar etwas in eigener Sache. Wir haben nämlich hier unten auch einen Feedback-Channel bei Fragen und Input. Und da haben wir so eine Typeform-Umfrage drin. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei auszuwerten, so was können wir denn an unserem Zwischenraumformat eventuell noch verbessern oder was ist den Leuten aufgefallen oder was für Wünsche habt ihr denn letztendlich noch, was zukünftige Talks angeht. Da würde ich euch gerade bitten, solange ihr gerade noch da seid, es geht 1,5 Minuten, finde ich auch so schön, dass Typeform sowas immer zeitlich darstellt, da würde ich euch gerade bitten, die Umfrage vielleicht mal ganz kurz auszufüllen und wir werden sehr dankbar auf jeden Fall für euer Feedback. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir euch mal alle hier in den wohlverdienten Feierabend und sogar schon fast gute Nacht, könnte man sagen, je nachdem, wie der Zeitrhythmus ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall und macht es gut. Alles klar, schönen Abend euch allen zusammen. Ciao, macht's gut.